Hallo zusammen, ich habe ein Video gemacht, wo ich das Teil vorgestellt habe, was wir vorhaben. Und jetzt mache ich ein neues Video, jetzt ist es ausgeführt. Und zwar ist das eine Kühlbox von einem VW-Bus T2 aus dem Jahre 1968. Den gab es von Westfalia mit Sonderzubehör, mit einem Kühlschrank. Es war damals ein Absorberkühlaggregat verbaut. Das Absorberkühlaggregat sah so aus, das war hier reingeschoben. Das hier ist der Wärmetauscher oder der Verdampfer. Und hier war noch dieser zusätzliche Kühlkörper drauf aus Aluminium. Und so saß das im Auto drin, eben Baujahr 1968. Jetzt hat das Teil den Geist aufgegeben und der Kunde möchte das repariert haben. Ein Ersatz von so einem Absorberkühlaggregat findet ihr nicht. Das ist ein absoluter Spezialbau, so nach vorne gedreht. Wurde damals von Electrolux gefertigt in Siegen. Was haben wir jetzt gemacht? Der Kunde will trotzdem einen Kühlschrank da rein und das Gehäuse, das sieht, ist noch ein bisschen dreckig, aber das kriegt man mit Putzen hin. Das haben wir genommen und wir haben hier innen drin einen Verdampfer eingesetzt. Wir haben einfach hier eine Verdampferplatte reingeschraubt, die ist jetzt noch nass vom Testlauf, ein bisschen Kondenswasser, weil wir haben keinen Deckel. Und hier ist das Loch drin vom Absorber, da haben wir ein Wemo-Schild draufgeklebt. Eben das muss alles noch geputzt werden. Und hier drüben haben wir ein neues Aggregat. 12 Volt, also nur noch 12 Volt Anschluss, einen grünen Widerstand von uns, das ist, dass der Ventilator langsam läuft und wenn hier am Thermostat eine Temperatur herrscht von 40 Grad, schaltet der Ventilator auf Volllast, dann hört man ihn eher. Das Geräusch, der Ventilator hört man, ja, man hört alles, auch die Fliegen husten. Das ist sehr emotional, wie man einen Kühlschrank hört. Aus diesem Grund hier Ventilator reduziert auf schwache Drehzahl. Es bringt natürlich nichts, einen schwachen Ventilator einzubauen und dann, wenn ich Wärme habe, ja, dann läuft er immer noch gleich viel. Und hier mit diesem Thermostaten läuft er dann auf Maximalleistung und dann bringt er auch die Wärme weg. Wir haben hier oben einen mechanischen Thermostaten, einfach mit Drehrad. Eigentlich ganz einfach. Wir haben Minimum, wir haben Maximum und wir können den auch auf Off stellen. Dann ist er ausgeschaltet. Beim alten Thermostat hatten wir auch das gleiche. Wir haben hier auch auf Off und dann auf Maximum war dann 7. Der Thermostat fürs Gas wurde hier geregelt und wir sehen hier diese zwei Fühlersonden, die waren hier mit dem Wärmetauscher verbunden. Ihr seht hier den Fühler, der geht hinter diese Platte und misst da die Temperatur, was da im Kühlschrank herrscht. Dieser Kompressor, der kommt 2025. Was ich momentan habe, sind nur Prototypen. Prototypen könnt ihr bestellen bei Secop. Ich weiß nicht, was ihr für Bedingungen haben müsst. Muss Kunde da sein oder sowas. Also Mindestbestellmenge 10.000 Kompressoren im Jahr. Und diese Kompressoren habe ich jetzt zur Verfügung, immer noch beschränkte Stückzahl. Und den haben wir hier eingebaut. Ihr seht, das Teil ist effektiv leicht. Das hat 1, irgendwas Kilogramm.
ist extrem klein und der Wirkungsgrad, das kann ich aber nicht sagen, ich habe noch keine Messungen gemacht mit Vergleichsgeräten, der soll besser sein als der BD35, das ist der beste Kompressor auf dem Weltmarkt. Der kam 1995, also das sind jetzt, auch im Prototypenstadium, das sind jetzt 30 Jahre her, lief dieser Standardkompressor von Secop und jetzt kommt die neue Ära, der Nano. Ich denke, der wird auch wieder 30 Jahre halten oder auch nicht, das ist dann nicht mehr meine Sorge. Hier oben verlinke ich euch das Video, wo ich das gleiche hier vorgestellt habe, wie das funktionieren könnte. Und hier unten mache ich euch ein Video über diesen grünen Thermos, grünen Widerstand für den Ventilator. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.